sehr musikalisch und. Ja. Und wir suchen nämlich gerade eine Duettpartnerin für diesen Song, für Tony. Da haben wir eigentlich gesagt, eigentlich hätten wir sie schon. Ja, das fände ich. Das aber mit den Rechten, da ist ganz schwierig mit der Gina. Welcher Stellenwert haben außer der Gina Männer in deinem Leben? Einen sehr hohen, vor allem ein Mann, nämlich mein Lebensgefährte, der Richard. Absolut. Wie lange seid ihr jetzt mittlerweile zusammen? Fast genauso lang, wie wir mit der Gina zusammen sind. Das heißt, du hast ihn kurz vorher kennengelernt? Na, wir kannten uns schon länger. Wir kannten uns länger, eben über eine gemeinsame Freundin. Und und auf einmal, dann war es soweit, ist die Liebe entfacht. Und seid ihr dann sofort zusammengezogen? Ja. Sofort? Sofort. Ja, also was sowohl für ihn als auch für mich sehr, sehr unüblich war. Weil ich habe das vorher noch nie gemacht. Wie lange habt ihr euch gekannt? Ja, gekannt hatten wir uns 3-4 Jahre vielleicht. Also ab und zu mal gesehen, aber selten. Platonisch? Rein platonisch. Mhm. Und dann funkte es irgendwann mal. Und dann seid ihr von jetzt auf gleich zusammengezogen. Ja. Und das hält? Das hält. Ich bereue keinen Tag. Im Gegenteil, es hält bis heute und jeden Tag wird es noch schöner. Wunderbar, hervorragend. Das ist doch ein tolles Beispiel. Absolut. Hey, ich meine, ich musste 40 Jahre drauf warten. Ich bin genauso durch die Scheiße gegangen mit Männern und wie es jeder schon erlebt hat. Das heißt, ich will nur anderen Hoffnung machen, die glauben, es ist, weil ich hatte mich eigentlich mit dem Kapitel abgeschlossen und gedacht, anscheinend ist es dein Schicksal, dass du dann vielleicht doch alleine bleibst. Hat mich auch damit abgefunden. Also das heißt, Männer hatten zu dem Zeitpunkt, als du den Ritschi kennengelernt hattest, keinen Wunschstellen. Naja, das lag bei mir, was halt auch immer schwierig war, aufgrund meines Jobs. Da ist es sehr schwierig, wenn du permanent unterwegs bist, ist es einfach schwierig für den Partner, der eben nicht permanent unterwegs ist. Und ich glaube, ja, es ist natürlich auch schwierig, einen Partner zu haben, der in der Öffentlichkeit steht, der so einen Job hat wie du, der mit Künstlern zusammen ist, der darf nicht eifersüchtig sein, er muss ein Vertrauensverhältnis haben. Also das ist schon, es muss schon ein toller Kerl sein. Das ist er, das kann ich dir sagen. Der sagt, ich habe eine Frau, die steht hier mitten im Leben, die hat dauernd mit Künstlern zu tun. Hat dauernd mit ganz vielen Menschen zu tun, ist dauernd off-road und hat damit keine Probleme. Also das spricht ja eigentlich für ein großes, stabiles Ego, weil ich kenne einige Männer, die das nicht verkraften. Ja, mit Sicherheit, aber das kann ich dir alles unterschreiben, genau so ist es. Im Gegenteil, es war ja für mich, als ich die erste Staffel der SDS gemacht habe, da war ich ja alleine. Und dann bei der zweiten Staffel, da waren wir in der Zwischenzeit, in der Pause, in der Drehpause sozusagen, da kamen wir zusammen. Und der Richard unterstützt mich bis heute noch bei allem. Also ich bin froh, dass ihn da so zur Seite zu haben, weil er mir da wirklich sehr viel Kraft und Stärke auch gibt. Jetzt komme ich doch, obwohl ich das auslassen wollte, auf die SDS. Das heißt, das ist ja mit Sicherheit nicht einfach gewesen und sehr schwierig, vor allem, kann ich mir vorstellen, mit Dieter Bohlen. Da ist er dir mit Sicherheit, war dir da eine Stütze? Ja, absolut. Also einfach zu wissen, du hast einen Partner und Richard war dann auch oft dabei und einfach zu wissen, wenn ich abends ins Hotel komme, da ist dein Partner und fängt dich da auf, wie auch immer. Es ist einfach nicht immer alles allein auszumachen. Es geht gar nicht darum, dass irgendwas jetzt schlimm wäre oder so, sondern es ist vor allem, ich kam gut damit zurecht, dass ich in schwierigen Situationen oder wenn es mir scheiße ging, dass ich allein war. Was ich viel schlimmer finde, ist, wenn du Freude hast und es teilen willst und niemanden hast, um das zu teilen. Das ist, finde ich, viel schlimmer. Was ist dein Lieblingswort? Liebe. Liebe. Welches Wort findest du abscheulich? Hass. Hass. Mhm. Was magst du? Mein Liebsten, mein Hund, meine Freunde. Und was magst du überhaupt nicht? Was mag ich überhaupt nicht? Ignorante Menschen. Welches Geräusch oder welche Stimme liebst du? Ich gebe es ehrlich zu, Frauen mit hohen Stimmen nerven mich gewaltig. Das kann ich natürlich leicht daherreden, weil ich habe schon immer eine recht tiefe Stimme gehabt. Aber da gibt es so gewisse Frauenstimmen, wobei es gibt auch Männer mit hohen Stimmen. Das finde ich eigentlich noch schlimmer. Und welches Geräusch und welche Stimme liebst du? Gut, Musik. Das ist natürlich mein Thema. Und jeder Sänger, der toll singen kann, wo man sich in der Stimme verlieren kann, das begeistert mich. Was ist dein Lieblingsschimpfwort? Fuck. Ganz ehrlich.
Welchen Beruf außer deinem eigenen würdest du gerne nachgehen? Der einzige Beruf, den ich mir jetzt im Nachhinein, wenn ich so überlege, hätte wirklich für mich vorstellen können, ist tatsächlich Ärztin. Was ich aber nicht gemacht habe, weil nämlich mein Vater immer gesagt hat, die Anja wird mal Ärztin. Und weil ich schon immer gesagt habe, und gerade deshalb nicht, habe ich schon mal ein bisschen rebelliert, kam das für mich nie irgendwie in Anbetracht. Und jetzt im Nachhinein weiß ich aber, dass das der einzige Beruf noch wäre, wo ich wirklich auch wirklich Spaß dabei gehabt hätte, was auch mir gelegen hätte. Also anderen Menschen zu helfen? Ja. Und du hast auch keine Probleme, Blut zu sehen? Da kannst du auch zum Beispiel meinen Lebensgefährten fragen, wenn zum Beispiel im Fernsehen so OPs kommen oder so. Das interessiert mich ohne Ende. Was ihn wiederum nicht so interessiert und er dann mal wegguckt, ich sage ihm immer dann, wenn es wieder vorbei ist. Aber ich habe einen sehr guten Freund, der Chirurg ist und der mir, wir kennen uns seit 20 Jahren, der mir immer schon viel erzählt hat. Mich interessiert das wahnsinnig. Welchen Beruf würdest bisschen komisch, du, ich weiß, Entschuldigung. Welchen Beruf würdest du nicht gerne nachgehen? Oder nie ausüben? Oder nie werden würde? Welchen Beruf, was würdest du nie werden? Schwierige Frage. Weil ich habe einfach das Glück, dass ich immer, es gibt viele, viele Menschen, die ihren Beruf, die einen Job machen müssen, einfach weil man eben Geld verdienen muss. Wir alle müssen Geld verdienen. Ich hatte immer schon das große Glück, dass ich einen Job hatte, der mir einfach wahnsinnig viel Spaß macht. Ansonsten konntest du was dir Spaß gemacht. Das ist Luxus, das ist purer Luxus. Das sollte eigentlich jeder Mensch. Ja, aber ich glaube, das ist gar nicht bei so wahnsinnig viel. Da gibt es genügend Leute, die einfach mal lochen müssen, weil wir alle eben Geld verdienen müssen. Gibt es irgendeinen Beruf, wo du dir vorstellen könntest? Never ever. Lass mich überlegen. Schwierig. Das gefällt mir gar nicht. Jeder Beruf, wo du null Kreativität mit einbauen kannst. Also wo es einfach nur, ich kann es dir sagen, Fließbandarbeit. Ich habe mal, als ich noch zur Schule ging, hatte ich so einen Ferienjob gemacht bei einem Elektronikhersteller, wo du einfach nur Sachen, da musste ich irgendwie einen Tag musste ich alles nur löten, immer ein bestimmtes Ding. Und das weiß ich noch wie heute. Da gab es dann so eine große Uhr, die da hing und da habe ich immer so den Minutenzeiger verfolgt. Und ich habe das gesehen und ich habe gedacht, mein Leben geht gerade an mir vorbei. Es war für mich richtig schlimm und also ich habe das dann auch hingeworfen, weil ich konnte es nicht ertragen. Das heißt, stupide Arbeit. Also Stereotype, monotone Sachen Arbeit kann ich nicht machen. Ohne Eigeninitiative, Eigenverantwortung und das ist ganz genau. Das, also dieses Selbst zu bestimmen war mir schon immer ganz wichtig. Und eben dieses, das war für mich wirklich so eine Erfahrung, das werde ich nie vergessen. Und ich habe es irgendwie nur eine knappe Woche ausgehalten und musste dann da wieder aufhören, weil es wirklich, ich hatte das Gefühl, mein Leben zieht an mir vorbei. Wenn es einen Himmel gibt, was würdest du von Gott gerne hören, wenn du an der Himmelspforte ankommst? Willkommen, Anja. Das mehr hoffe nicht. Ich. Ja, natürlich. Hauptsache, er lässt mich mal rein. Das wäre mir das Wichtigste. Okay. Ich danke dir für das Interview. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und wünsche dir weiterhin alles Gute. Ich dir auch. Danke. Die Hunde spielen. Ja, ja. Überrascht, jetzt ist Gina genau im Bild. Kameraschlampe.